Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einem weiteren Time-to-Do-Spezial. Wir beschäftigen uns sehr intensiv mit dem Thema Genesis Pro-Life. Deswegen bei mir Walter Rieske, der Chef der Firma Genesis Pro-Life. Und wir beschäftigen uns sehr damit, wie wir die Dinge nachweisen können. Links von mir sitzt Wolfgang Albrecht, der Mann, der das BESA-System entwickelt hat und auch mit dem System viele Dinge nachweisen kann. Welche Einflüsse nehmen Dinge auf unseren menschlichen Körper? Was passiert, wenn ich meinen Körper permanent elektromagnetisch oder elektrisch-statischen Schwingungen oder Feldern aussetze? Was passiert in meinem Körper? Ja, also mal technisch erklärt, unser Organismus lebt von pulsierenden Magnetfeldern. Also wir haben ständig einen Wechsel der Potenzial, eine Potenzialdifferenz an der Zellmembran. Das geht von Plus auf Minus umgekehrt, also Sinusschwingungen. Mhm. Und permanente Magnetfelder stören, überlagern diese Wechselfelder und es kommt entweder zu Totalausfall oder zu massiven Störungen. Das heißt Stress an der Zellmembran und falsche Informationen an der Zellmembran und dementsprechende Auswirkungen. Das auf Dauer oder über längeren Zeitraum führt zu chronischen Belastungen. Also Stress, oxidative Belastung, das bedeutet schädlich, das Schädlichste, das es momentan gibt für mich. Eigentlich in der unsere Umweltbelastung. Systeme, genau, gehen dann in degenerative Zustände. Was hatten wir für ein Testobjekt? Wir haben eines der bekanntesten Elektrofahrzeuge genommen. Und 5G ist ja immer mehr auch das Thema. Und viele Menschen haben nicht unbegründet gewisse Ängste davor. Aber wir haben tatsächlich höhere, intensivere Magnetfelder, elektromagnetische Felder, als uns 5G bescheren wird. Und in diesem Extremtest wollten wir aufzeigen, dass wir mit unserer Technologie Lösungen haben, wo wir dem Organismus sogar noch eine vitalisierende Energie daraus herstellen können. Und das Erfreuliche ist eben, dass BESA das abbilden kann. Und der Testaufbau war so, dass vorher gemessen wurde. Und der Wolfgang Albrecht wird es sicherlich gleich nochmal detaillierter dann beschreiben. Und da wurde dann auch bewiesen, dass die Einflüsse des Autos tatsächlich alles durcheinander gebracht haben und das Energieniveau sehr in den Keller gebracht haben. Und wenn man dann, und da haben wir zwei Tests gemacht, einmal mit dem Autogenerator, mit dem PKW-Generator, dem kleineren, und einmal mit dem Hausgenerator quasi, der hat in dem Fall aber einen Zigarettenanzünder-Steckdosen-Unterteil, das ist nämlich der LKW-Generator, der ist baugleich. Und ich wollte den Menschen einfach aufzeigen, wie in einer extremsten Situation, also Fahrt im Elektroauto, das ungefähr so viel ausmacht, wie mit 10 Handys gleichzeitig telefonieren, von der Intensität, und dann das Pulsieren aus dem Telefonat mit dem Handy im Elektroauto, was passiert, wenn man in diesem Extremfeld Genesis Pro-Life eben diesen Biophotonen Home-Generator, Schrägstrich LKW-Generator verwendet. Und ich glaube, jeder kann sich vorstellen, dass egal wie 5G wird, ich hoffe immer noch, dass es abgewiegelt wird. Und ich denke, das ist auch gut so, dass man sich dagegen auflehnt und sich das nicht gefallen lassen möchte. Aber es wird schon vereinzelt eingesetzt. Und ich glaube nicht, dass in der Wohnung Situationen selbst mit 5G vor der Haustür herrschen werden, wie im fahrenden Elektroauto, aus dem auch noch telefoniert wird. Und die Ergebnisse, da würde ich gerne den Wolfgang sprechen lassen, der hat gemessen. Also bei unseren Testungen, also wir haben, um sicher zu gehen, keine Korrelationen von der äußeren Umwelt zu haben, sondern wir sind tatsächlich mit unserer Messstation ins Auto gegangen und haben also während der gesamten Fahrzeit von etwa 2 Stunden permanent im Auto gemessen. Das ist auch wichtig zu erwähnen. Also es gab keine anderen Einflüsse. Wichtig ist auch zu erwähnen, dass wir natürlich immer diesen starken Generator getestet haben auch und auch wissen wollten, was passiert Generator rein, installieren im Auto und Generator wieder raus. Mhm. Damit wir auch sehen, welche Dynamik baut sich auf am menschlichen Körper. Das war uns auch wichtig. Und so sind wir eben auf ganz interessante Messergebnisse gekommen. Wir haben also auch dezidiert eine Person gewählt, die fitter ist als jetzt, sagen wir mal, der Durchschnittsmensch. Ja.
und haben also außerhalb des Fahrzeugs eine Testung gemacht und sind dann ins Fahrzeug übergewechselt. Haben auch außerhalb des Fahrzeugs eine Testung gemacht mit dem Smartphone, sind dann eben in das Fahrzeug übergewechselt. Und noch ohne Generator? Ohne Generator, genau. Mhm. Und haben nach so ungefähr 5 bis 7 Minuten die ersten Testungen gemacht, die Messungen vorgenommen. Man muss sich so vorstellen, einen Energiestatus haben wir aufgenommen, der alle Organe abbildet. Du hast vorher genannt eben die Leber. Also wir haben alle Organe im Körper getestet und geschaut, wie ist das energetische Verhalten. Denn was auch wichtig ist, nicht nur wir können das messen, auch die Medizin kann testen, welches Potenzial an der Zelle vorliegt. Eine Muskelzelle hat 110 Millivolt an der Zellmembran, dann ist es ein Ausdruck von hoher Vitalität, weil hier Nährstoffe diffundieren können, Sauerstoff. Mhm. Also das, was wir messen, ich sage mal über bioenergetisch, lässt sich auch anders testen, nämlich dann sehe ich, diese Potenzialspannung an der Membran bricht zusammen. Also höchster Stress, dann fällt das runter auf 60, 50, sogar auf 40 und dann haben wir totale Störung. Also das ist einmal wichtig und die ersten Messungen, wie gesagt, nach 5 bis 7 Minuten waren also schon sehr, sehr schlecht. Nicht nur die statischen Wellen, sondern auch das, was sonst noch an Wellen war. Also man hat schon gesehen, diese Batterieeinheiten, die machen etwas und die Messungen waren schon ziemlich degenerativ. Nur mal Auto betreten nach 5 bis 7 Minuten, genau. Aus deinen Erfahrungen heraus, wenn ein Mensch dauerhaft in solchen Feldern agiert, wie ich es eben gesagt habe, er fährt jeden Tag 1 Stunde zur Arbeit und abends 1 Stunde zurück, was würdest du aus deinem naturmedizinischen Wissen sagen, was passiert auf die Dauer mit dem Körper? Das ist ganz einfach erklärt, Norbert. Wenn du solche Störungen an der Zellmembran hast und du bekommst keinen Sauerstoff und keinen Nährstoff in die Zelle, dann entwickelt sich hier eine weitere degenerative Störung. Es geht so weit, dass die Zellstrukturen ohne Einfluss von außen sich überhaupt nicht mehr regenerieren können. Der Walter hat das vorher ganz toll erwähnt, indem er gesagt hat, manche Kunden haben erst Reaktionen durch die Entgiftung und sind dann der Meinung, dass es eher schlecht oder negativ destruktiv für sie. Und genau das ist diese Situation. Also es kommt zu totalen Ausfällen in bestimmten Organbereichen. Das kann sein, dass das motorisch ist, dass du irgendwo spürst, Schmerzen ist, oder ich kann nicht mich richtig konzentrieren, Konzentrationsstörungen, Problem mit Magen, Schlafen, genau. Auch, hat auch damit zu tun, welche Herausforderungen hat die Person schon vorher, welche Blockaden waren schon vorher vorhanden. Dort wird wahrscheinlich das noch stärker zutage treten. Also es kommt so regelrecht auch messbar an der Zellmembran, weil wir messen ja erst aufgrund der Spannung dieser Wechsel Spannung, die wir da messen, das nehmen wir ab als Schwingung beim Gerät. Also es ist definitiv so, dass hier größte Störungen sind. Das in einem Ausmaß von wenigen Minuten, kann man sagen. Dann haben wir noch einen Test gemacht, wenn ein Generator rein war, dann das Thema. Also wie schnell oder wie rasch reagiert, korrelieren sozusagen die Schwingung des Generators mit. Also nach 15 Minuten war es noch desolater, das Ergebnis für unsere menschliche Struktur. Dann hat der Walter gesagt, jetzt wollen wir den nicht weiter stressen, jetzt tun wir den Generator rein. Wie verlief dann die Messung? Unglaublich, für mich auch wieder, obwohl wir schon sehr viel Erfahrung haben mit Genesis, nur es hat wieder ungefähr nach 5 bis 7 Minuten haben wir getestet, waren fast alle Werte wieder in dem, ich sage mal, im Top-Bereich, ich sage mal fast, wenn ich sage ein paar Degenerative, dann waren die knapp dran. Und nach 10, 12 Minuten war alles also optimal. Und das ist interessant, vorher, also besser als die Testung, die wir zu Beginn als Statustestung gemacht haben. Vor der Fahrt. Vor der Fahrt. Vor der Fahrt. Also der Normalzustand dieses Fahrers war dann schlechter vor der Fahrt. Dann ist er ins Auto ohne Generator gefahren. Nach 15, 20 Minuten Fahrt habt ihr den Generator im Auto eingesteckt und habt dann weitere 15 Minuten später wieder gemessen. Genau. Habe ich richtig verstanden? Und diese Messung war besser wie die Messung, bevor er ins Auto eingestiegen ist. Ist ja auch spannend, ne? Ich will nochmal auf das Thema Telefon, weil wir haben ja über diese 5G-Problematik gesprochen. Und wir wissen ja, dass das eine viel, viel höhere Belastung ist. Da geht es jetzt mir darum, viele Menschen gehen in die Angst, wenn sie das hören und die ganzen Horrorstories, die verbreitet werden. Kann der Genesis-Generator uns auch da eine Erleichterung verschaffen, zumindest, dass unsere Zellen weiter nicht so belastet sind? Welche Erfahrungswerte gab es damit? Das war spannend. Ich habe persönlich nicht damit gerechnet, dass 4G oder LTE so belastend wirken kann.
Also wir haben dann, nachdem der Generator wieder entnommen wurde, 5 Minuten fahren und dann haben wir telefoniert mit ungeschütztem Telefon. Und wieder dasselbe, also da war sofort nach 7 Minuten waren die Werte also unglaublich. Fast alle, wenn ich sage, die Skala geht von 0 bis 50, da waren alle schon zwischen 0 und 20 die Werte. Und also noch schneller in der regenerativen Phase, nein, wie du es in der degenerativen. Degenerativen Phase, also, ja. Und das bedeutet, weitere 7 Minuten später gemessen hatten wir Werte nur mehr um die 0. Also man muss sich vorstellen, der Zeiger hat fast nicht mehr ausgeschlagen. Und dazu kommen dann Werte, die also zeigen, dass, normal kann man sagen, wenn du jetzt im Fahrzeug bist und degenerative Belastung hast, dauert es vielleicht 1, 2, 3 Jahre, bis du erst einmal Störungen hast, richtige. Und da hat das sofort Störungen angezeigt, die darauf hinweisen, dass jetzt ein Totalausfall stattfindet. Momentan in dem Augenblick telefonieren ist so krass gewesen, und wir reden nicht von 5G, sondern von 4G, dass also ganz, ganz schlechte Messwerte waren. Mit also Störungen an der Zellmembran. Definitiv Störung bedeutet, es braucht wieder von außen einen Anstoß, um es zu aktivieren. Also bedeutet, und jetzt, wie gesagt, werden natürlich viele Zuschauer immer wieder das Gleiche sagen, wow, ich merke ja gar nichts und oh, ich fühle mich ja wohl und so weiter. Das kenne ich, das habe ich selber ja jahrelang probiert, weil auch ich war ein Meistertelefonierer. Und dann kommt es immer drauf an, plötzlich gehst du zum Arzt und er sagt, oh, die Leber ist aber nicht mehr so in Ordnung. Dann denke ich, wie kann das sein? Ich trinke doch überhaupt keinen Alkohol, wie kann meine Leber nicht in Ordnung sein? Ich esse nicht übermäßig Fett, ernähre mich gut eigentlich, wie kann das sein? Und bis ich dann nach und nach über die ganzen Messe- und Testsysteme, die es gibt, BESA, wie gesagt, mit großem wissenschaftlichen Hintergrund, Oberon, NILAS, TimeWafer, mit vielen Systemen können wir diese feinen Dinge ermitteln und können auch genau feststellen, was passiert vorher und was passiert nachher. Liebe Zuschauer, ich sage vielen Dank, dass Sie heute wieder dabei waren bei diesem kurzen Time-to-Do-Spezial. Diese Daten werden wir auch über unsere Website veröffentlichen, dass Sie sehen können, dass solche Systeme nicht nur einfach Geldmacherei sind, nein, sie helfen Ihnen, wieder glücklich zu sein und sich wohlzufühlen.